mal Sie das nennen wollen, des Barcelona-Prozesses. Dass erstens Klarheit hergestellt werden muss über die aktuelle Entwicklung dort vor Ort. Wir verweisen darauf, dass es friedliche Demonstrationen gegeben hat und wir haben appelliert an die chinesische Führung, mit den Repräsentanten der Tibeter das Gespräch zu suchen, um zu einer friedlichen Beilegung der aktuellen Streitigkeiten zu kommen. Die Automobilindustrie muss ihre Verpflichtungen einhalten, die CO2-Emissionen